WLAN-Kabel scheiße ist. Ja. Das WLAN-Kabel macht nämlich gerade den Martin. Wie lang ist denn dein WLAN-Kabel, Maria? Mein WLAN-Kabel ist 2 Meter. Mein WLAN-Kabel ist fast so lang wie mein Penis. 10 Zentimeter. Also ein Millimeter, ja. Daran könnte es liegen, dass es dann so scheiß funktioniert, aber nein. Ein bisschen länger müsste es schon. Ich glaube, du hast die falsche Einheit genutzt, Martin. Ja, stimmt. 10 Millimeter? Mikrometer. Ach man, ich wollte noch nett sein. Martin wollte euch nicht erschrecken, welchen Fortschritt es mittlerweile schon im Peniswachstum gibt. Weil er nämlich keinen hat. Ahaha. Badam. Scheiße. Meine Fackel ist runtergefallen. Oh mein Gott, die arme Fackel. Nein. Scheiße, noch eine. Na, jetzt hab ich noch 8. So, ein bisschen Erde holen. Du kannst gerne bei mir Erde abbauen, wenn du möchtest, weil ich muss eine komplette Wand Erde abbauen. Wollte ich mir außerdem Erde noch geben, gell? Weil du mir Erde gemopst hast. Gemopst? Komm ran, wenn du was willst. Florian, möchtest du, dass ich unsere Farm erweitere? Ja, auf der anderen Seite noch. Alles klar. Dann gehe ich ein bisschen Erde farmen, ja? Geht farmen, ihr Sklaven. Und nicht für dich. Boah, ich glaube, ich ziehe jetzt mal Strümpfe an, sonst wird es mir kalt in die Kiepen. Ja, läuft bei uns. Oh ne, ich muss gerade. Ja, übrigens, wenn du uns noch zuschauen solltest, wir reden jetzt weiter über Schule. ne, das kann ich jetzt, das erzähle ich jetzt nicht. Das verdient es eigentlich nicht gehört zu werden. Boah, ich komme wieder, der Erste, der ich höre, das ist Julian. Das macht mich geil. Oh, Julian. Ja. Hört bitte auf. Ja. Ich krieg schon Kotzreiz. Ja, Flo hat auch schon eine Beule in der Hose, wenn ihr das hört. Ene! Kleines Eifersüchtig. Ja, Flo hat gleich 2, wa? Läuft bei mir. Naja. Ey, Flo schwillt alles an. Ich glaube, da hört man Lisa im Hintergrund. Ja. Hallo. Ich glaube, Lisa ist jetzt in der Aufnahme, Florian. Sag dir das mal. Sie ist auch in der, wie heißt, Draw My Penis Aufnahme. Ja, das stimmt. Die ist schon online. Ja. Lisa ist also im Internet. Ist sie sowieso schon. Wieder da. Warte mal. Also wenn ihr sie live sehen wollt, dann... Gebt dem Video einen Daumen hoch. Und besucht diese Seite. Ich glaube, wir haben die Pizza vergessen. Das habe ich vorhin gesagt, dass ich die Pizza vergessen werde. Das war ganz kurz. Die ist wahrscheinlich schon ganz braun und schwarz. Wir sind die Seite. Ha, die ist perfekt geworden, Spacken. Was ist dir bei dir perfekt? Dass der Rand schwarz ist oder was? Nein, knusprig braun. Knusprig, Alter, das ist doch scheiße, wenn der Rand so hart ist. Der ist doch nicht hart, der ist knusprig braun. Knusprig braun ist eine Eigenschaft wegen von der Farbe her, aber keine Geschmackseigenschaft. Knusprig, das sagt schon alles. Ja, ich kann auch sagen, dein Hoden ist knusprig und trotzdem möchte ich ihn nicht nuckeln. Das willst du? Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, dann. Oh, ich rieche. Ich rieche. Oh, bei mir gab's letztens Diavolo. Das war geil. Diabo? Viagra? Viagra. Hallo, Viagra hilft Hamstern gegen Jetlag. Jetlag! Du, 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 du. Martin, hast du eigentlich immer noch meinen Zucker in deinem Ofen? Ich glaube ja.
Oh, das, da kommen alte Erinnerungen hoch. Von so, ich komme gleich wieder. Ich werde mal die Pizza holen. Komm, ja, mach mal auch noch Feld. Das wird alles Feld. Wir müssen nämlich wissen, Flo schiebt sich dann gleich die Pizza in den Arsch rein. Er will sie nicht essen. Will er auch nicht. Was hast du denn gedacht? Ich werde hier bespannert. Ich höre hier Schritte. Mal wieder Holz hin. Kommt wieder Holz vor die Hütte. Oh mein Gott, so ein hoher Dschungelbaum habe ich noch nie gesehen, aber ganz ein Block hoch. Also ein Holz hoch. Das nennt man einen Bus. Hallo, ich bin wieder da. Hallo. Jetzt könnt ihr hören, wie ich die Pizza esse. Alter, wenn ich noch einmal dieses Knuspern höre, dann muss ich auch was essen. Oh, die ist so heiß, die Pizza. Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Da, 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 da. Ja, das bist du. Ja, nicht, Martin weht auch eine steife Brise in der Hose. Ich habe mich einfach nur geräuspert. Dass ich du räusperst dich, wenn du einen Ständer bekommst. Okay. Deswegen räusperst du dich immer so oft neben mir. Neben mir auch. Es ist so. Ich hab grad mein Mikro aus in die Pizza gehalten. Hallo, Well. Oh, sie heißt Scheiße. Oh mein Gott, Mit dem Räuspern will Martin nämlich erreichen, dass er einen Blowjob bekommt. Ja, Martin, ab jetzt kenne ich deine Bedürfnisse, wenn du neben mir räusperst. Ich werde ihnen entgegenkommen ab jetzt. Ja, bitte. Bitte tu es. Nur für dich, Martin. Gleich kommen dann. Ich sehe schon die Kommentare. Seid ihr wirklich gay? Ja. Ich hab auch langsam bei dir. Zack. Hört ihr mich oder bin ich gemutet? Du bist gemutet. Wir hören dich. Okay. Ich hab mal die Schnauze gehalten. Ist ja so lustig geworden. Der ist echt. Ja, echt mal, ihr habt's versaut, ihr Noobs. Ihr Lappen. Ja, ich wollte nicht gleich hier wieder beleidigend werden. Arschloch. Du Arschloch, ich wollte gar nicht beleidigend werden. Boah, Florian! Schaff die mal deine vier Türen ab! Die sind die eben alle zugemacht. Boah, ich brauch mehr Clean. Hat einer von euch Cleanstone über? Nee, gar kein. Hab's jetzt noch gar keins gemacht. Muss mal tief in mir graben. Okay, ich komm gleich vorbei. Ich zieh schon mal meine Eisenhandschuhe an. Ah, langsam was. Toll an. Ich höre schon Martins Kommentar, den er nicht beendet hat. Langsam hört sich's. Nee, wie kann man. Entschuldigung. War das gerade echt ein Rülpsen? Nee, das war ein Aufstoßen. Ich wollte schon sagen. Ich hätte dich sonst schwer enttäuscht, gell, Julian? Richtig. So, das aber ich möchte voll. So im Let's Play so nicht so rülpsen, wie ich sonst rülpse. Das wäre ein bisschen widerlich. Ja, aber das klang gerade so wie von unserem dreieckigen Kollegen, wenn der einen rülpst. Aber wenn er einen unten lang lässt, oder was? Unser dreieckiger Kollege, wie meinten ihr damit? Das Wort, das ist nur so eine Bezeichnung. Ja, warum Dreieck? Das ist die wissenschaftliche Bezeichnung. Er benutzt auch gerne die Morgensterntaktik. Oder der dreieckige Schaufelbagger. Der ist im Volleyball ziemlich gut, den müssen wir ausprobieren. Was ist mit dem CX-120? Das ist ein geiles Sturmgewehr. Habt ihr Glowstone? Jemand ja, hab ich. Aber da Florian andauernd meine abbauen muss und ich somit mehr investieren muss, um die wieder aufzubauen, als dass ich rausbekomme, schwinden meine Vorräte extrem.
Warte, ich hab, ne, ich hab noch 4 Glows und Blöcke und einen Stick Glows und Staub. Ich brauch. Also, Florian, darf ich damit die Farm ausleuchten oder ist dir das egal? Mir vollkommen Rille. Nimm da einfach Fackeln. Fuck. Ja, wie denn an Glas? Du kannst auf Glas Fackeln setzen. Auf Glas. Aber nicht an. Das ist natürlich ärgerlich, wa? Na dann, keine Ahnung, nimm dir so viel du brauchst. Hauptsache, ich habe noch eine kleine Reserve übrig. Also gar nichts. Also 2 Staub, ja? So nicht eine kleine Reserve. Unser Gebilde sieht auf der Minimap schon richtig geil aus. Da muss man nur diese Wasserstellen von Julian seiner Farm. Die ich nicht mehr benutzen kann. Ja, das ist ja auch mal für die Zuschauer kurz einblenden. Das werden sie nicht sehen, da musst du die unten links hin machen. Ja, deswegen, was denkst du gerade machen? Florian, wo hast du die Eimer oder den Eimer? Ja, da könnt ihr euch jetzt hier mal ganz kurz angucken. Der, die das eben. Habt ihr den neuen? Ja, was sieht das aus? Alter, die Pizza ist so geil. Und dann stelle ich die. Okay, jetzt reicht mir, jetzt esse ich auch was. Oh, geil, mein Schokohase von Lind. Mein Goldhase von Lind, den habe ich mir extra für solche Momente aufbewahrt. Hier, hört seine Glocke. Hört seine Glocke. Lass die Glocken schwingen, Martin. Oh ja. Ja, hättest du dir die Goldkuh von Lind holen müssen, hast du eine richtige Riesenglocke. Ja gut, ich hab mir das ja nicht geholt, ich hab's zu Ostern. Boah, Alter, weißt du, wie laut das ist, Julian? Das ist auch extra. Bei mir ist es echt gar nicht so laut. Was meinst du? Aber wie soll ich den? Oh, hier, sehr schön. Oh, geil. Alle Leute beschweren sich immer über die Soundquali. Ja, ist auch kein Wunder. Welche Soundquali? Ja, welche Soundquali? Das Wort Qualität darfst du bei uns nicht benutzen. Oder jeder andere, der dieses Video guckt. Er wird sich nicht beschwert. Er wird das gegessen, was auf den Tisch kommt. Mach ich Kartoffelglück. Sehr geile Schokohase. Aller Kartoffelglück schmeckt echt gut. Korrekt. Von Maika macht das Würstchen, ne? Würstchen. Übrigens, für sowas bekommen wir richtig viel Geld. Warum bin ich jetzt Ritter Sport oder sowas? Von Maika. Rittersport. Rittersport ist kein Partner von uns. Toffifee? Ja. Toffifee kriegt man sogar im Huni. Im Penny? Im Huni, ach. Und wenn wir, Warum lachst du? Das hört sich so ekelhaft an. Wir kriegen auch von das hört sich schon mal an, als wenn du richtig rülpst. Florian, wir kriegen auch von Greenmax HD Geld, wenn wir für ihn Werbung machen. Greenmax HD ist ein echt scheiße Let's Player. Ein echt scheiße guter Let's Player. Mit momentan noch 0 Videos. Ja, und 3 Abonnenten. Das haben wir nicht, weil ich nett bin. Schleimer! Ich dachte, es gibt kein unser Arschloch. Brian, was soll ich anpflanzen? Hier die Melonen oder? Ja, mag am liebsten Melonen, ja. So, Julian, kriege ich endlich die 30 Erde? Die brauche ich nämlich jetzt noch schnell. Na, ja, komm doch ran, Penner. Florian, was möchtest du eher, Melonen oder Weizen? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, Weizen. Melonen haben wir erstens jetzt schon so viele und zweitens bringen die kaum was. Florian verschmäht Melonen. Also, was ist das denn? Was ist denn los mit dir? So, ich bin jetzt auf deiner Etage, Julian. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich bin auf deiner Etage. Oh, Alter, ist ja nicht so laut. So, Julian, ich bin jetzt bei dir. Ich hab meinen Balkon am Erweitern und mir fehlen noch voll viel Cleanstone. Hier kannst du sogar einen Stick haben. Hat sich sogar gelohnt, dass ich dich ausgeraubt habe. Maria oder ihr anderen, könnt ihr mir so viel Erde geben, wie ihr habt? Ich hab 19. Ja, ich muss mir gerade von Julian schon welche holen. Aber die hat er mir erst geklaut. Also laber doch nicht. Hast du die 19 aufgenommen? Ja, ne? Ja, ich glaube. Martin mobbt mich. Martin. Cybermobbing ist keine Lösung. Florian, soll ich noch ein paar Kakaobohnen anbauen, oder? Wofür das denn? Na, für Kekse, das ist sinnlos.
als ob wir Kekse brauchen. Braten.